Ja, hallo Leute. Ja, jetzt in der Corona-Angelzwangspause hat man natürlich eine Menge Zeit, seine Saison Revue passieren zu lassen und vielleicht auch mal das Equipment zu pflegen. Dabei ist mir hier bei der wahnsinnig teuren Diver Side Tiger ein ziemlich großer Mangel aufgefallen. Den seht ihr in diesem Video. Die Rolle befindet sich noch in der Garantiezeit, also eigentlich dürfte und sollte man natürlich nichts daran groß schrauben. Die üblichen Pflegepunkte wären einfach nur hier ein bisschen Öl dran machen, beziehungsweise Fettwehrmarkt, und das ist es schon. Weiter darf man an diesen Max-Sealed-Rollen ohnehin nichts machen. Gut, das ist jedem selbst überlassen. Ich habe natürlich mehr gemacht und wollte auch mal sehen, wie denn die Rolle eigentlich so aufgebaut ist. Ich bin davon ausgegangen, dass die Rolle mehr oder weniger nicht wasserdicht, aber zumindest stark wasserabweisend ist. Daher dachte ich, schraube ich einfach mal diesen Deckel hier ab. Was mich dann schon mal gewundert hat, das Ding ist bei einer 500-Euro-Rolle tatsächlich nur aus Plastik. Das ist einfach Plastikguss. Der ist ein relativ harter Kunststoff, aber man sollte etwas mehr erwarten. Hinter diesem Plastikdeckel, der durchaus mal brechen kann und einen Riss kriegt, auch ohne dass man es merkt, befindet sich direkt ein Antriebsrad, beziehungsweise das gesamte Getriebe eigentlich. Hier haben wir einen Gummisiegel, das kommt hier so drüber. Das dichtet das Ganze halt so mehr oder weniger ab. Mehr oder weniger eben. Weil wirklich dicht ist es nicht. Denn diese Schrauben, beziehungsweise die Bohrungen dazu, die werden hier eingeschraubt und die verlaufen nicht etwa blind ins Gehäuse. Also das heißt, es ist ein totes Ende. Da kann man direkt ins Gehäuse gucken, beziehungsweise da kann auch direkt Wasser eindringen. Das heißt, wenn hier durch einen Wasserdruck über diese Öffnung Wasser eindringt, an der Schraube vorbei, geht es direkt in den Rollenkörper. Ja, was nützt dann das Ganze Max-Sealed hier, Max-Sealed dort, Max-Sealed an der Spulenachse, wenn über so einen leichten Weg Wasser eindringen kann? Also das ist echt eine Sache, die bei einer Rolle von über 500 Euro, meine ich, nicht sein darf. Auch wenn diese nicht ausdrücklich als wasserdicht bezeichnet ist, ist es eine Meeresspinnrolle. Das heißt, wenn ich mal aus Versehen halt ins Wasser damit komme und die Schrauben sind vielleicht nicht fest oder dieser Plastikgehäusedeckel hat einen Riss, dann dringt hier in diese 500-Euro-Rolle Wasser ein. Das kann ja wohl schlecht sein. Also da muss Diver unbedingt was nachbessern.